Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woody World. Im letzten Part hatten wir zwei sehr, sehr hektische Level. Einmal das hier, das im Prinzip Hektik pur war. Aber auch das hier war nicht ganz so gechillt, denn ständig wurde uns der Boden unter den Füßen weggenommen. Und mal schauen, wie es in diesem Part mit diesem Level hier laufen wird. Ich will erstmal wieder wechseln und den Nacht-Yoshi nehmen, den wir beim letzten Mal freigespielt haben. Und jetzt darf er sich an Level 4-7 versuchen, rauf und runter und kreuz und quer. Ein wunderschöner Levelannahme. Haben wir eigentlich neue Trickanstecker? Ich glaube nicht, aber ich will mal kurz gucken. Ach, du kannst schneller laufen. Ah, das haben wir noch nicht uns geholt. Will ich das jetzt mal kurz einsetzen? Ich glaube, das will ich sogar mal kurz zeigen. Ja, das will ich kurz zeigen. Das wäre in dem anderen Level, in diesem Geist-Level vom letzten Part sicher sinnvoller gewesen, weil wir da sehr, sehr schnell teilweise sein mussten. Aber dann zeige ich es halt hier, ist ja auch kein Problem. Und ja, mal schauen, wie jetzt das Level so laufen wird und vor allem, was es damit auf sich hat. Rauf und runter und kreuz und quer. Es hört sich nach so einer Art Labyrinth an, so ein bisschen. Und das ist ja cool, das ist gerade eben erst gewachsen da, die Ranke, wunderschön. Habe ich die Blume jetzt schon verschissen eigentlich? Hätte ich da schnell sein müssen? Warte mal, ich mache nochmal neu. Ich habe das Gefühl, dass ich da schnell sein muss für die Blume, oder? Weil mir gerade eben der Weg zugemacht wurde, oder? Ne, der ist schon immer zu. Okay, weil da oben wurde es gerade eben erst gebildet. Okay, sehr interessant. Werden wir schon noch irgendwie hinkommen, hoffentlich. Ja, der Levelname hört sich so ein bisschen mehr nach einem Labyrinth an. Also kein so hektisches Level, aber ein Level, wo wir viel erkunden müssen. Wir haben... Ah, die Dinger! Oh, wie cool! Wir haben eben verdammt viele Wege, die wir erkunden können und müssen halt den richtigen finden. Deswegen rauf und runter und kreuz und quer und so. Aber mal schauen, ob sich das auch wirklich bewahrheiten wird. Ich will erstmal das da oben treffen. Dann kriegen wir einige Juwelen und schon unseren ersten Stempel. Komme ich da schon irgendwie runter oder muss ich da... Ich muss wahrscheinlich von unten her irgendwie kommen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber wird sich schon noch klären. So, und die Dinger kennt man auch schon. Kann ich die auch wieder in die Zunge? Ja, kann ich. Ich kann sie wieder in den Mund packen mit meiner Zunge. Und das sind sich bewegende Plattformen. Wenn ich nämlich mich draufstelle, dann wird sie in die Richtung fahren oder fliegen, wie auch immer, in die der Pfeil gerade zeigt. Sie prallt auch von Wänden normalerweise ab und dreht sich dann eben dementsprechend um. Genau, oh, das ist cool. Ich liebe diese Dinger auch. Die wurden aber in Yoshi's Island teilweise an ziemlich, ziemlich fiesen Stellen gemacht, wo halt die ganze Zeit Stacheln im Weg waren, was auch hier wieder der Fall ist. Also ich liebe diese Dinger. Richtig cool. So, komm mal mit. Auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, diese Teile immer mitnehmen, soweit es irgendwie möglich ist, weil die halt eine enorme Hilfe sind, weil man damit überall hinkommt, und zwar wirklich überall. Und deswegen auf jeden Fall immer mitnehmen. Okay, ich weiß schon, wie ich zur Blume komme. Ich muss auf jeden Fall hier nach unten und dann da irgendwie unten, oder? Kann ich in die Wand hier rein? Ah, nee, aber ich kann das abziehen. Und ich hätte das Ding da unten irgendwie behalten sollen, das jetzt irgendwie weg... Ist es noch da? Existiert es noch, das Ding? Ich will es, glaube ich, lieber mal nicht riskieren. Wie komme ich hier wieder nach oben? Komm ich da hoch? Schaffe ich das? Ja, schafft er. Okay, sehr gut. Puh, wäre jetzt sonst auch ziemlich doof gewesen irgendwie. Und der Pfeil ist da angesteckt. Oh, ist das cool. Oh, ist das schön. Ist es schon immer so gewesen, dass die Pfeile immer so angesteckt sind mit so Sicherheitsnadeln? Ich glaube nicht, oder? Oder? Ja, vielleicht schon. Mir ist noch nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt gerade habe ich es zum ersten Mal richtig bemerkt. Ich will schon die Juwelen übrigens haben, ne? Ist klar. Und wie gesagt, immer wenn es irgendwie geht, die Pfeile mitnehmen und immer so ausrichten, dass sie halt euch dahin fahren, wo ihr natürlich auch hin wollt. Und jetzt ist wieder der Vordergrund im Weg. Das finde ich aber auch wieder sehr cool, denn hier ist ein Fragezeichen, aber nur mit Blumen. Blödsinn, mit Herzen. Fünf Blumen auf einmal wäre auch so schön. Aber ich kann nicht von unten nach oben springen. Also die sind solide, diese Teile. Okay, weil das war nämlich in Yoshi's Island nicht so. Ich konnte nämlich durch die durchlaufen, quasi. Also von unten halt nach oben auf sie drauf springen. Das geht aber hier nicht mehr. Okay, sehr interessant, merke ich mir. Und auch wenn ich gegen eine Decke pralle, passiert noch dasselbe. Es kehrt einfach wieder um das Teil. Oh, ist das schön. Stand da rechts unten ist bestimmt was. Genau, das hat man schon eigentlich erwarten können, weil da so eine Plattform war, die so ein bisschen versteckt war. Und dementsprechend kriegen wir hier keinen... Ah, nee, halt, da oben ist noch mehr. Ja, vielleicht ist da oben auch eine Blume oder Wunderwolle oder sowas. Wir schauen mal. Ja, Wunderwolle. Okay, dann gehe ich da rein und hol mir die. Sehr schön. Aber ich finde es echt richtig cool, dass auch diese Teile wieder zurück sind hier in Yoshi's Woolly World. Ich bin echt schon gespannt, wie viele weitere Sachen wir noch hier in dem Spiel entdecken werden, die sie auch aus Yoshi's Island hergenommen haben, weil das ist echt richtig, richtig cool. Das mag es bei dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen, weil man dann sagen könnte, ja, die haben ja gar keine eigenen Ideen gehabt. Das stimmt aber nicht. Sie haben in jedem Level verdammt viele eigene Ideen und zusätzlich bringen sie noch alle coolen Ideen aus Yoshi's Island auch mit in das Spiel rein. Und das ist einfach verdammt genial. Und bei den Sporen, das habe ich gerade nochmal kurz ausprobiert, das ist auch so wie in Yoshi's Island. Wenn ich die in der Luft schon fresse, dann kann ich daraus kein Ei oder keine Wolle machen. Sie müssen am Boden stehen und erst dann funktioniert das wirklich. Okay, so ein paar mehr Herzen. Das ist aber ein bisschen nervig sogar teilweise, dass die Dinger im Weg sind, also dass die halt solide sind. Komm her, okay. Dass sie solide sind und ich nicht durch sie durchlaufen kann. Da muss ich mich echt erst dran gewöhnen, weil ich bin es halt total gewohnt von Yoshi's Island, dass ich durch die Dinger durchlaufen kann. Aber kann ich eben jetzt nicht mehr und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ja, ich fresse die jetzt einfach mal weg. Und hier sind jetzt die...
Ja, die haben es sogar so gemacht, dass die Plattformen teilweise mit der Absicht im Weg sind. Das ist ja cool. So, ich will auf jeden Fall da kurz rein in die Lücke. Genau, das haben wir schon gedacht, dass da was ist. Und zwar eine Wunderwolle. Aber wir haben erst eine Blume und drei Stempel. Das ist schon wieder ein eher nicht so guter Schnitt. Kann ich da rein? Ja, das hat man auch erkennen können, dass man da rein kann so ein bisschen. Da will ich am besten mir so eine Plattform hier mitnehmen. Komm mal mit. So. Und dann einmal bitte kurz nach oben mich fahren. Es gab auch in Yoshi's Island noch solche Dinger, wo sich diese Pfeile dann tausendmal schneller gedreht haben als eben normalerweise bei den anderen. Sehr schön, die zweite passt. Und da war es dann eben sehr, sehr schwierig, die teilweise zu kontrollieren. Vor allem, wenn halt unter dir eine Schlucht oder Stacheln oder sonst was waren. Und vielleicht werden die hier auch nochmal zurückkommen. Vielleicht in einem Speziallevel oder so, dass man da ein Speziallevel hat, das nur aus diesen sich bewegenden Plattformen da besteht. Und bei denen ist es aber dann eben so, dass die sich ganz, ganz schnell bewegen oder sowas. Also, keine Ahnung, kann sein. Müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist, aber könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So, was ist mit dir? Mit dir kann ich einfach nur nach oben springen. Und das ist der ganze Sinn dahinter. Da kann ich hier irgendwie rein. Das sieht auch komisch aus irgendwie. Ich glaube, ich will mal kurz eine Wolle dagegen werfen. Ah ja, okay. Hat jetzt aber nicht wirklich viel gebracht. Sah aber sehr episch aus, oder? Wie ich damit noch den Wollspender getroffen habe. Das war natürlich alles ganz, ganz geplant. Natürlich. So, da unten ist so eine hässliche Lücke. Die gefällt mir auch nicht. Ich wollte es da rein... Mann, ey. Warte mal, gib mal eine kleine Wolle her. Ich habe aber nur noch eine kleine. So, ich will das da reinwerfen. Ich will wissen, ob da was ist. Zack. Nee, ist nichts. Okay, dann halt nicht. Aber da ist auf jeden Fall was. Aber ich will nach oben, weil oben ist, glaube ich, Bonus sogar. Und rechts geht's weiter. Mit einer Stampfattacke komme ich auch ein bisschen höher und komme damit zu einem... Oder zwei weiteren Stempeln sogar. Okay. Wir haben immerhin jetzt 5, aber das ist immer noch fast zu wenig, finde ich, bei 2 Blumen und 3 Wunderwollen, was wir, glaube ich, bisher haben. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr sogar. Und da oben ist mehr. Da sind einige Juwelen. Ich bräuchte... Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Ich bräuchte hier am besten wieder so ein Dingenses. So eine Pfeilplattform. Finde ich... Aber hier ist eine Röhre. Ist hier irgendwo... Ach so, da unten. Okay, das habe ich jetzt gerade eben erst gesehen. Warte kurz. Huah! Und ist hier einer drin? Ja, sehr schön. Okay, dann komm mal her. Zack. Und dann kurz hier abdingsen. Oder halt wieder rauswerfen. Was habe ich jetzt für ein Wort gesucht? Abstellen? Ablegen? Ja, ablegen habe ich gesucht. So, meine Güte, ey. Bin ich blöd. So, und dann hier noch ein paar Juwelen mitnehmen mit. Ich will den... Ach Gott, ey, natürlich treffe ich genau den nicht. Ja, dann komm halt so her. Warte, ich will aber die Wolle wieder einsammeln. Sehr schön, okay. So, dann haben wir, glaube ich, hier erstmal alles irgendwie gemacht. Ich habe vielleicht was verpasst, aber... Ja, 3 Blumen und 3 Wunderwollen, glaube ich, und 8 Stempel. Naja, das ist nicht ganz so gut eigentlich. Ich habe das mit dem Rennen noch gar nicht ausprobiert, fällt mir gerade auf. Ja, aber so schneller ist er gar nicht. Ein bisschen, ja, aber nicht arg viel eigentlich. Nee, also so arg schneller ist Yoshi gar nicht. Also es bringt nicht so viel, dieses Power-Up oder dieser Anstecker da. Aber auf jeden Fall trotzdem ganz nützlich für einzelne Level, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Und das Level ist doch nicht vom Aufbau her so, wie ich eigentlich dachte. Ich dachte ja eigentlich, es wäre halt so ein Level, das so ein völliger Irrgarten wäre. Aber nee, es ist schon relativ... Ja, was tue ich denn? Es ist schon relativ linear, aber es ist trotzdem nicht ganz so einfach, weil wir eben die ganze Zeit hier kreuz und quer und hoch und runter gehen müssen. Eben mit diesen Plattformen da. Aber das sagt ja auch schon der Levelname, ne? So, komm mal wieder her. Ich finde es echt ganz cool, dass man auch die Wollen, vor allem halt die Großen, auch wieder zu sich holen kann, wenn man sie mit der Zunge eben erwischt, wie eben damals auch in Yoshi's Island. Das gefällt mir echt sehr gut. Da können wir erstmal wieder ein paar neue Wollen... Ist das ernsthaft? Geh weg da. Erstmal wieder ein paar neue Wollen holen. Achso, nee, ich habe die doch schon... wie habe ich denn das gemacht? Okay, ich habe die irgendwie einsammeln können, obwohl ich sie gar nicht gesehen habe. Das war jetzt gerade komisch. Egal. So, der Pfeil zeigt, dass ich da nach oben soll. Aha, und zwar deswegen. Dankeschön, Pfeil. Und hier ist, oder sind Juwelen mit keinem Stempel? Es ist, finde ich, immer so ein bisschen komisch, wenn wir so ein geheimes... Wo ist das Ding hin? Ist es wieder ganz unten? Oh Mann, ey. Die respawnen aber wieder schnell und verschwinden auch schnell. So ein Blödsinn. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Muss ich sagen, wenn wir da extra so ein unsichtbares Fragezeichen finden, wo dann einfach mal nur Juwelen drunter sind und nicht mal einen Stempel. Ich meine, was bringen einem denn Juwelen? Man kann sich Trickanstecker kaufen, ja, aber man hat eh mehr als genug von den Dingern. Also das ist ein bisschen komisch. Und hier brauche ich sogar... Oder hey, brauche ich hier das Ding? Oder geht es auf an? Ja, warte mal. Oder komme ich da irgendwie... Da kommt man gar nicht so einfach ran. Komme ich da von oben irgendwie hin? Nee. Weil das Ding ist halt zu fett fast schon. Ja Gott. Ah ne, ah ja, ja gut, so geht's natürlich auch. Einfach das Ding da hinstellen. Jetzt klebe ich aber fest. Ja, das ist ein bisschen blöd auch, dass man da teilweise sich feststecken kann. Deswegen verschwinden die Dinger auch so schnell. Okay, sehr interessant. Und noch ein paar Herzen. Ich hoffe, wir werden hier alles finden in dem Level, weil ich habe irgendwie schon so das Gefühl, dass ich wieder einiges verpasst habe. Also ja, vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe irgendwie
da so ein ungutes Gefühl im Bauch. So, da ist eine Tür auf jeden Fall, dahinter habe ich schon gesehen. Und da oben geht's weiter, ja, deswegen gehe ich erstmal in die Tür rein, weil die scheint... Ach so, die scheint Bonus zu sein. Die hat aber keinen Boden unter sich, deswegen muss ich die Plattform hier benutzen, um dann da reingehen zu können. Oh, das ist cool. So schöne Ideen einfach nur, und jetzt kann ich rein. Das Spiel hat so tolle Ideen, das ist einfach nur Wahnsinn, wirklich. Und der Raum sieht gar nicht mal so freundlich aus. Ein Killraum offenbar, wo ich alle Piranha-Pflanzen töten will, um dann... Ach, die verwandeln sich jetzt zu den Sporen, das ist ja interessant, okay. Sehr cool. Na ja, komm, ich hab doch getroffen, hey, komm. Nein, komm her. So, zack. Und vielleicht kriege ich dann am Ende eine Blume oder so. Muss ich die noch alle töten hier? Nee, ich muss... Was muss ich denn machen, dass... muss ich einfach... Ach so. Ah, nee, ich muss alle Juwelen? Echt? Was? Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich hier alle killen muss. Ich meine, es kommen unendlich viele, das stimmt schon, aber trotzdem. Kann ich da rein? Nee. Hm. Also bisher konnte man hier in dem Spiel in Gegnerröhren, also in Röhren, wo unendlich viele Gegner rauskommen, da konnte man bisher nicht reingehen. In Yoshi's Island konnte man das normalerweise auch nicht. Es gab aber ein paar Ausnahmen, wo man das schon konnte. Also in den allermeisten Fällen ging das damals auch nicht, aber irgendwie in, ich glaube, zwei, drei so Gegnerröhren konnte man reingehen und ich glaube, in einer war dann sogar mal irgendwie eine Blume oder sowas versteckt. Also ganz, ganz fies. Und bisher ist es hier in Yoshi's Woolly World nicht so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das nochmal irgendwann ändern werden, dieses Prinzip, dass man in Gegnerröhren dann schon rein kann, aber ich fände es ein bisschen fies. Wenn man halt bisher von dem Spiel beigebracht bekommen hat, ja, das geht nicht, da musst du dich davon fernhalten und die kannst du halt benutzen, um Wolle zu kriegen oder so. Aber zum Reingehen sind die nicht gedacht. Das wurde einem bisher beigebracht als Spieler. Und wenn sie diese Regel jetzt wieder brechen würden, das fände ich ein bisschen komisch irgendwie. Und deswegen hoffe ich auch, dass sie das nicht so machen. Das ist ja auch in Mario-Spielen so. Ich glaube, in Mario-Spielen ist es wirklich so, dass man niemals in Gegnerröhren rein kann. Weil es gibt ja da auch Röhren, wo eben Gegner rauskommen. Goombas oder Koopas oder was weiß ich. Und da kann man auch niemals rein. Ich glaube, da gibt es wirklich... keine einzige Ausnahme von der Regel, oder? Gibt es irgendeine Röhre in einem Mario-Spiel, wo Gegner rauskommen, in die man rein kann? Ja gut, bestimmt, es gibt so viele Mario-Spiele. Aber in den allermeisten Fällen geht das nicht. Und deswegen, das Wasser, drängt mich das nach unten. Ja, so ein bisschen. Ja, es drängt mich so ein bisschen weg. Ja, okay, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Und deswegen denke ich mal, dass sie es hier jetzt auch nicht mehr so machen werden, dass man dann doch plötzlich in Gegnerröhren rein kann. Wäre auch irgendwie ein bisschen komisch und auch irgendwie blöd, wenn sie das machen würden. Deswegen hoffe ich es auch eher nicht. Weil wie gesagt, ich finde es immer irgendwie doof in Spielen, wenn dem Spieler etwas beigebracht wird in der ersten Hälfte oder in den ersten paar Spielstunden des Spiels und dann plötzlich wird diese Regel irgendwie gebrochen und man kann dann diese eine Sache doch machen, die davor eigentlich als verboten galt oder so. Das finde ich dann immer ein bisschen komisch, wenn sowas gemacht wird. Und deswegen hoffe ich eben, dass es hier nicht der Fall sein wird. Sterbe ich eigentlich da unten? Weil da sieht so aus, als wäre da unten plattformmäßig irgendwas. Da kann ich stehen, ja. Warte mal. Will ich da... Kann ich da unten wirklich stehen? Es sieht so aus, als wären da irgendwie Pilze oder so. Also die Plattformen prallen da unten auch ab. Ja. Okay, ich kann hier drauf stehen. Finde ich hier auch was? Nein. Warum kann ich da drauf stehen? Einfach nur als Hilfe, dass man da nicht runterfallen kann? Das ist aber komisch. Ich meine, die verstecken das extra hinter dem Vordergrund. Warum kann ich da unten stehen, wenn es offenbar keinen Sinn zu haben scheint? Ha. Komisch. Keine Ahnung. Muss ich passen? Weiß ich nicht. Halt, das noch ein Juwel. Will ich noch haben. Zack. Ja, seht ihr das? Immer jedes Juwel mitnehmen, weil es ist mir schon so oft passiert, dass wenn so eine Juwelenreihe da war, dass ich dann eines verpasst habe und dann mir erst später das noch aufgefallen ist, wie jetzt gerade eben. Und dass genau dieses eine Juwel, das ich nicht eingesammelt habe, dann eben noch ein Stempel ist. Also, oh Gott. Und da auf jeden Fall aufpassen. Ach, auch die Plattformen werden von dem Wasser abgedrängt ein bisschen. Okay. Also, dieses Wasser hat zwar keine starken Auswirkungen, aber so ein bisschen zumindest. Deswegen muss man da schon auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht irgendwie blöd runterfällt oder so. Weil das kann einen schon ein bisschen stören tatsächlich, ja. Da muss man gut aufpassen, auf jeden Fall. Wie sieht es eigentlich aus bisher? Das ist schlecht. Wir haben zwar alles gefunden, was Blumen und Wunderwollen angeht, aber... Also hier ist vielleicht noch ein Stempel, ja. Und da sind noch ein paar Juwelen erschienen, aber ich glaube nicht, dass wir noch auf 20 kommen werden. Vielleicht auf 19 mit Glück. Jawohl. Nein! Einer! Ach komm, warum denn einer? Ach Mann. Nein, nicht runterfallen, Yoshi. Warum denn einer? Ach komm. Ja, am Ende ist nie was. Das haben sie bisher auch wirklich jedes Mal so gemacht, dass am Ende nie etwas ist. Ja, jetzt hier noch umzugucken ist auch Käse. Nee. Muss ich sein lassen. Und nochmal neu suchen. Ach Mensch. Warte mal, komm mal nochmal mit. Vielleicht kann ich ja doch irgendwie hier nach oben noch. Oder so. Aber es sieht nicht so aus.
Nee, hinter dem Ziel noch nach oben oder sowas? Wäre ein bisschen fies, ich weiß, aber. Ja, nee, nicht nach draußen kicken, Yoshi. Kann man hier noch nach oben fliegen? Nope. Okay. Schade. Das ist immer irgendwie am ärgerlichsten, finde ich, wenn ein einziger Stempel fehlt. Das ist echt immer doof, weil ich halt auch keine Ahnung habe, wo der ist. Wenn Herzen fehlen, das ist gar kein Problem, weil ich spiele einfach das Level nochmal neu und darf halt nicht getroffen werden, das ist aber kein Problem. Und Blumen und Wunderbollen sind auch nicht so schlimm, weil ich ja genau weiß, wo die sind. Aber Stempel sind echt immer fies, wenn mir da einer fehlt, muss ich sagen. Heieiei, okay. Dann muss ich das nochmal nachholen. Und sollen wir in Nepal auch noch das Castle machen? Ich weiß nicht, wir haben eigentlich schon einiges an Zeit verbraucht, aber dann wäre der Part ein bisschen zu kurz ansonsten. Das ist immer sehr doof, weil die Level da, also mittlerweile ist es so, dass ein Level eine Viertelstunde dauert mit allem drum und dran und zwei Level sind halt dann fast ein bisschen zu lang für den Part, aber ein Level ist viel zu kurz, deswegen ist es immer so ein bisschen doof. Leoparden-Yoshi haben wir. Sehr schön. Okay. Dann suche ich kurz den Stempel noch, den letzten, und dann werden wir schon auch noch das Castle machen. Ah! Ah, wie cool! Ist es, warte mal, wie hieß das Viech? Wie hieß das Viech? Das hieß Audrey, glaube ich. Ist es der? Oh, wie cool, sie bringen Audrey. Oh, wie cool ist das denn? Und wie cool Audrey Scully. Das ist so ein Untergrundlevel, so ein Kanalisation. Oh Gott, ist das. Oh Gott, Leute. Boah. Episch. Aber jetzt erstmal hier den Stempel nachholen in dem Level. Oh, wird das cool gleich. Sorry, Leute. Auch hier muss ich mal wieder passen. Ich habe keine Ahnung, wo der Stempel sein soll zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe eigentlich relativ gründlich nochmal das Level angesehen, aber ich habe ihn nicht finden können. Deswegen müssen wir das auch später verschieben, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, um nach dem Ding zu suchen. Vielleicht werde ich euch schon im nächsten Part oder spätestens im übernächsten Part dann zeigen können, wo der Stempel hier in dem Level war. Aber ihr werdet es auf jeden Fall noch sehen. Aber jetzt gerade für den jetzigen Moment, finde ich es nicht. Keine Ahnung. Werden wir dann schon später noch finden, hoffentlich. Vielleicht, denke ich. Eventuell, möglicherweise. Werden wir dann schon sehen. So, eigentlich ist ja der Part schon relativ lang. Also, ja, das jetzt nicht, aber ein weiteres Level ist schwierig, aber wir machen es trotzdem noch, auch wenn es ein Boss-Level ist, was soll's. Denn ich freue mich riesig auf dieses Level, weil das jetzt richtig genial wird, das weiß ich jetzt schon. Und halt, ich will wechseln kurz, ich will den neuen Yoshi nehmen, und zwar den Leoparden-Yoshi. Der darf ein richtig episches Level machen, das weiß ich jetzt schon, wo ich es noch gar nicht gespielt habe. Und zwar Audrey's Gully, wegen zwei Sachen. Einerseits wegen Audrey, weil Audrey cool ist, und weil es offenbar ein Kanalisationslevel sein wird, die man auch schon aus Yoshi's Island kennt. Und wenn das wirklich so ist, und wenn Audrey auch wirklich der Boss ist, und wenn er sich so ähnlich bekämpfen lässt wie in Yoshi's Island, aber trotzdem eher neue Tricks und Kniffe auf Lager hat, dann wird das Level genial werden. So, ist es ein Kanalisationslevel? Ich bin richtig gespannt. Ja, doch ist es wahrscheinlich. Wir starten noch hier im Friedlichen und wir kriegen ein... Aha, okay, wir kriegen eine Wolle, und zwar deswegen. Man muss auch, das ist jetzt auch ziemlich fies, man muss warten, bis das Ding nach unten gekommen ist, damit man es zu Wolle verwandeln kann, weil wenn das Ding noch in Sporenform ist, dann kann man es nicht zu Wolle verwandeln. Und dafür kriegt man den ersten Stempel. Das ist schon gar nicht so einfach hier. Richtig cool. So, nicht einfach jetzt Höhle oder so, sondern Kanalisation will ich jetzt sein. Ja, das sieht sehr gut aus von der Farbgebung schon mal. So gräulich blau. Ja, oh cool. Oh, es ist cool. Wie in Yoshi's. Oh, es ist schön. Auch hier mit Wasser, das mich nach unten drängt. Aber okay, ich kann da viel besser dagegen anlaufen als noch in Yoshi's Island. Das ging nämlich damals fast... Oh Gott. Das ging nämlich damals fast gar nicht, dass man dagegen anstinken konnte. Aber das geht hier jetzt einigermaßen zumindest. Oh, es ist cool. Und auch Audrey wird so toll werden. Ich bin ja auch schon... Das wäre auch mega witzig, wenn sie das irgendwie drin gelassen hätten, aber ich denke mal nicht, denn bei Audrey gab es damals bei Yoshi's Island so ein Easter Egg, dass man den besiegen konnte, bevor der Kampf überhaupt losgegangen ist. Und Kamek hat dann sogar was Besonderes dazu gesagt. Also, das wäre richtig cool, wenn das hier auch wieder der Fall sein würde, aber ich denke mal, ich glaube nicht, dass sie das übernommen haben. Aber ich werde es vielleicht mal ausprobieren, wenn es irgendwie geht, dass ich ihn schon besiege, bevor überhaupt der Kampf losgeht, weil das ist echt, das ist mega witzig, wenn das klappen würde. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber werden wir dann sehen, wenn wir bei Audrey sind. Ich bin aber schon gespannt, wie er sich... Ah, shit, das war schlecht. Wie er sich bekämpfen lässt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber übrigens, mir ist aufgefallen, dass es bei den Boss-Leveln gar nicht mal so schlimm ist, wenn man während des Levels häufig getroffen wird. Denn die Herzen sind zwar hier sehr wichtig, weil man vor allem halt am Ende noch gegen den Boss kämpfen muss. Und das oftmals gar nicht so einfach ist. Aber es ist halt so, dass es ganz, ganz oft kurz vor dem Boss dann eben nochmal einen Checkpoint gibt, der einem 5 Herzen bringt. Und am Ende gibt es ja auch immer, das war ja bisher jedes Mal so, nochmal ein unsichtbares Fragezeichen auch mit 5 Herzen. Deswegen kommt man da eh von vornherein schon auf 20 Herzen. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man während des Levels
Travis öfter mal getroffen wird, das passt eigentlich schon. Den Bosskampf muss man halt dafür schaffen, ohne getroffen zu werden, was halt dann oftmals gar nicht so einfach ist. Und, ah, die sind auch wieder zu, oh, wie cool, die kennt man auch. Oh, das ist so schön, ich kann sie auch nicht fressen, aber ich will sie auf jeden Fall zu Wolle verwandeln. Boah, und ich kann ihm den Kopf abschlagen, wie brutal. So, kann ich hier irgendwo rein? Das Problem an solchen Kanalisationsleveln ist halt, dass man 1 Million Röhren hat, die man überprüfen sollte. Aber ich glaube nicht, dass ich in die blauen rein kann, weil die blauen sind eigentlich immer Wasserröhren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in die rein kann. Aber in die hier, weil die grün ist und weil da eine Piranha-Pflanze ist, das kann ich mir gut vorstellen. Und so ist es auch. Sehr schön. Okay. Ich will erstmal warten, oder? Will ich warten? War das jetzt dumm? Ja, es geht so. Jetzt habe ich halt ein paar mehr Gegner hier auf einmal, aber passt schon. Zack, 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 zack. Und wenn ich alle töte... Na, was tue ich denn? Ich bin so schlecht. Wenn ich alle töte, kriege ich eventuell eine Blume oder so. Ja, eine Blume. Und vielleicht auch noch einen Stempel dazu. Nope, aber zumindest die erste Blume. Ja, von den Herzen her stelle ich mich aber ziemlich, ziemlich doof an irgendwie. Ich hoffe, das wird noch besser werden. Also wenn ich natürlich... Also man muss es natürlich schon schaffen, dass man zur Bosstür oder kurz vor die Bosstür kommt mit noch 10 Herzen. Weil wie gesagt, dann ist halt da meistens noch ein Checkpoint in der Nähe und eben auch die 5 Herzen von dem unsichtbaren Fragezeichen. Aber man sollte halt schon das mit 10 Herzen überhaupt schaffen. Und wenn mir das überhaupt nicht gelingt, dann ist es natürlich schon blöd. Aber das werde ich doch hoffentlich hinkriegen. Oder hier sind nämlich Herzen drin. Erstmal fast schon zu erwarten, dass da welche drin sind, weil das ein sehr offensichtlicher war. Der aber trotzdem... Oh Gott, was tue ich denn? Der aber trotzdem halt ein bisschen gefährlich ist. Und da sind meistens Herzen drin. Ich will die jetzt mal so töten. So, und die Röhre da, die kann ich fressen. Und hier ist wieder ein Fragezeichen mit einer Wunderwolle. Sehr schön. Und zwar auch die zweite. Perfekt. So, ja, da muss ich jetzt leichter wieder so unten durchtauchen auf der einen Seite. Und hier ist ein weiterer Stempel. 6 Stempel bei einer Blume und 2 Wollen ist eigentlich perfekt. Ein perfekter Schnitt, mit dem ich sehr zufrieden bin. So kann es gerne weitergehen. Denn Wollen und Blumen haben wir ja bisher offenbar auch nichts verpasst, weil die an der Reihenfolge sind bisher. Müsste also eigentlich alles ganz gut passen hier, denke ich. Boah, und das Level ist so cool. Das schafft auch so eine coole Atmosphäre, weil man... Ah, na, was zum Teufel? Warum war der Wasserstrahl jetzt hier so stark? Achso, weil hier jetzt die 3 Wasserdinger auf einmal, oder? Ist es wirklich so? Warte mal kurz. Ich will mal kurz ausprobieren. Ja, tatsächlich. Ich war jetzt nämlich gerade ein bisschen überrascht, dass ich das so schnell durch die Gegend geflogen bin. Und deswegen konnte ich nicht mehr ausweichen. Ich dachte schon, dass es langsamer wäre, wie eben gerade eben. Aber wenn da natürlich 3 so Wasserströme aufeinandertreffen, dann macht es schon Sinn. Sehr cool. Ja, das strahlt so eine coole Atmosphäre aus, dieses... Ah, shit. Dieses Castle hier. Und wie gesagt, dass es ein Kanalisationslevel ist, ist richtig episch, weil es die halt auch schon in Yoshi's Island gab. Und das Ort wie der Boss ist ja noch cooler. Also ich freue mich schon richtig auf den. Nein, ich hätte da die rechte Wand überprüfen sollen. Ich hoffe, da war jetzt nichts. Ich will nochmal kurz hier durchtauchen, weil das haben wir ja schon mal gehabt, so einen Spaß. Hier im Zwischencastle von der Welt. Da musste man ja auch einmal so hässlich da so durchtauchen an der Wand. Und da war da eine unsichtbare Wand. Oder was Verstecktes auf jeden Fall mit einem Stempel oder so. Also auch ziemlich fies. So, Checkpoint, danke. Den habe ich echt nötig, weil ich hier echt schlecht bin. Mich würde jetzt ja fast was interessieren. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt mit 5 Herzen sterbe? Dann, also ich verliere meine Wolle. Das ist ein bisschen blöd, weil ich brauche hier Wolle. Aber ich würde doch dann wieder mit 10 Herzen sogar starten, oder? Weil ich glaube, jedes Mal an dem Checkpoint startet man wieder mit 10 Herzen. Das heißt, ich würde sogar, wenn ich jetzt sterben würde, quasi 5 Herzen auffüllen. Aber ich würde meine Wolle verlieren, weil ich hier keine Wolle zum Auffüllen habe in der Nähe. Deswegen lasse ich das erstmal. Und mach halt schon so weiter. Und wenn ich die Herzen nochmal nachholen muss, wie gesagt, das ist ja kein Problem. Hauptsache, wir finden alles und deswegen will ich auf jeden Fall die Wolle, glaube ich, eher behalten, als eben, dass ich, als eben jetzt darauf zu achten, dass ich viele Herzen hätte oder so. Das ist schon, würde ich sagen, wichtiger, weil eben hier auch, na shit, was tue ich denn? Weil eben hier auch in der Nähe offenbar kein Wollspender zu sein scheint und ich aber auf jeden Fall hier alles töten will und alles aktivieren will mit meinen wunderbaren Wollen. Wollknäuel, wie auch immer, was mir hier in den Weg, oh Gott, in den Weg kommt. Das Level ist auch gar nicht so einfach. Weil dieses Wasser da, das scheint vielleicht nichts, aber das stört einen enorm. Also die ganze Zeit werde ich da hin und her geschubst von dem Wasser und den Gegner rein und das ist gar nicht mal so easy, finde ich. Ich habe mich doch geduckt, ach Mann. Ich bin aber auch echt schlecht, muss ich zugeben. So, hier durchducken und die, oh nee. Boah, ich dachte schon, die Pflanze würde mich jetzt gleich wegfressen und ich würde dann sterben. Das wäre richtig bitter gewesen. Aber apropos sterben, wenn ich noch einmal getroffen werde, dann sterbe ich wirklich. Das wäre ziemlich bitter irgendwie. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja auch echt nicht einfach. Was ich aber cool finde. So, und da oben ist hundertprozentig ein Stempel, weil es nämlich gar nicht so einfach ist, weil ich da einmal so außen rum gehen muss. Genauso ist es. Ich will aber wieder den Weg gehen. Da haut sich Yoshi so blöd an der Decke seinen Kopf an und deswegen konnte ich da... Oder bin ich dann eben in die Dingenses reingefallen, in den Morgenstern da. Ja, ich brauche jetzt ein bisschen Wolle wieder, weil ich will auf... Also die Piranha-Pflanze muss ich nicht töten. Das hat mir nichts gebracht vorhin, glaube ich. Deswegen tue ich es auch nicht nochmal, aber das hier muss ich machen. Wegen Juwelen. Und da war... Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber da war mit Sicherheit ein Stempel dabei. Ja, das war klar.
Okay, also das muss ich auf jeden Fall jedes Mal wieder machen, falls ich jetzt nochmal sterben sollte. Habe ich jetzt wieder 10 Herzen? Ja, habe ich, genau. Also jedes Mal, wenn ich sterbe, starte ich wieder mit 10 Herzen. Das heißt, wenn man wirklich mit 0 Herzen zu einem Checkpoint kommt und dann eben es auf 5 Herzen aufgefüllt wird und man die Wolle nicht wirklich braucht oder man eh gerade keine hat, dann wäre es tatsächlich sinnvoll, sich umzubringen. Wenn man dann 5 Herzen nochmal extra bekommt. Auch sehr schön. Okay. Das werde ich mir auf jeden Fall auch für die Zukunft merken. Das könnte bestimmt nochmal, oh Gott, irgendwann hilfreich werden. Das war auch ein bisschen knapp. Ich glaube, den Stempel da unten oder den Juwel da unten habe ich nicht gebraucht, weil ich glaube, da war kein Stempel drin. Aber ich werde es trotzdem nochmal einsammeln, weil das liegt ja eh auf dem Weg und sicher ist sicher, ne? Aber nicht immer nichts. Aber da oben war auf jeden Fall ja was. Und diesmal werde ich schnell genug sein. Ich weiß ja jetzt, dass ich den linken nicht einsammeln muss, aber ich mache es trotzdem. Ja, nee, dann gehe ich außen rum. Ich habe ja eigentlich gerade eben auch den linken schon eingesammelt und wusste daher, dass da kein Stempel darunter ist. Aber ich wollte es trotzdem irgendwie noch machen, weil ich es machen wollte. Ach, man kann die... Ich kann ihren Hals durchtrennen und dann kann ich sie aber nur kurz betäuben. Oder ich kann ihren Kopf treffen und damit ihren Kopf abschlagen. Okay, also entweder Hals durchtrennen oder Kopf abschlagen. Beides nicht gerade sehr ruhmreich, mein lieber Yoshi. Yoshi ist ein brutaler Massenmörder. Aber, naja, was soll es. Auf jeden Fall sehr interessant. Das mag ich auch immer sehr gerne an Gegnern, wenn man sie auf verschiedene Art und Weisen bekämpfen kann und eben zu verschiedenen Situationen auch verschieden reagieren. Das gefällt mir immer sehr gut, muss ich sagen, in Videospielen. So, da ist eine Röhre, in die ich rein will. Aber hier ist Hund... Ja, da ist eine Wand nämlich, in die ich rein kann. Nee, doch nicht. Aber, ich kann hier unten durchtauchen. Und da ist eine Tür. Ist die Tür jetzt Bonus? Ja, ich denke schon, oder? Ich meine, der Pfeil zeigt dahin. Aber ich will erst noch hier gucken. Vielleicht ist sogar hier noch ein Fragezeichen, ein unsichtbares, aber nee, das scheint denn nicht der Fall zu sein, okay. Ja, aber ich will auf jeden Fall in die Tür rein, weil die Tür ist auf jeden Fall eher Bonus als die Röhre. Vielleicht kommen wir jetzt im selben Raum raus, aber wir kommen bei der Tür woanders raus, wo noch ein extra Raum ist mit einer Blume oder sowas. Oder eine Wunderwolle oder so, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder vielleicht ist es einfach nur wirklich ein Bonusraum, schauen mal. Ja, ein Bonusraum, okay. Und zwar ein total netter und freundlicher und lieber Bonusraum mit 1000 Morgensternen. Die Morgensterne sind übrigens, sind die auch aus Wolle? Es sieht nicht so aus, oder? Doch, sind sie. Weil am Ende, also die, wie nennt man denn das? Diese runden Dinger auf jeden Fall am Ende mit den Stacheln halt dran. Das sind Wollknäuel, glaube ich. Oder? Ich glaube schon, aber die Stacheln sind auf jeden Fall nicht aus Wolle. Die Stacheln sind halt aus Metall, denke ich mal, oder? Oder sind die auch aus Wolle? Es sah gerade eben auf jeden Fall nicht so aus. Aber ich glaube wirklich, diese runden Dinger am Ende, die waren, das waren einfach Wollknäuel, wo halt Stacheln dran geklebt wurden. So ungefähr. Auf jeden Fall sehr cool wieder. So, und jetzt müssen wir offenbar nach oben gehen. Sehr interessant. Und es fallen wieder diese Dinger darunter. Da muss ich auf jeden Fall auch aufpassen. Ist hier noch irgendwo was? Sieht auch irgendwie wieder verdächtig aus hier alles. Aber nicht jetzt erstmal nichts. Okay, dann gehen wir nach oben. Und hier haben wir Herzen. Brauche ich auch dringend. Geh mal weg da, du Idiot. Und, ach Gott, ey. Ja, okay, die werden durch das Wasser da stark beschleunigt. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ich will auf jeden Fall das Viech töten. Ich will es ganz gerne mal wieder so hinkriegen, dass ich den so töte, indem ich sein eigenes Ding in ihn reinjage. Aber bin ich ganz blöd. Aber passt schon. So, und hier ist aber was. Nämlich... eine Blume, sehr schön. Und ich will mal kurz hier nach unten gehen. Weil, nicht ist aber nichts, okay. Weil ich habe mich gerade gefragt, warum kann man da überhaupt wieder nach unten gehen? Das muss doch einen Sinn haben, aber nee, hat es offenbar doch nicht. Ist einfach nur halt da, um da zu sein. Aber okay. So, noch weiter nach oben. Und da sind Juwelen, die ich haben will. Ist hier ein Gegner irgendwie? Warum kann ich... warum konnte man hier überhaupt hin? Das macht auch wieder keinen Sinn irgendwie. Warum war da nichts? Da waren Juwelen, ja, aber kein Stempel. Sehr, sehr, ja, hier ist... warum ist hier denn... der liegt doch auf dem Weg. Bei dem anderen musste man zumindest ein bisschen in den Umweg gehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Kann ich hier rein? Nee. Okay. Also immer wenn eine Wand da ist, die so arg nach Wolle aussieht, weil das sieht ja viel mehr nach Wolle aus. Das ist einfach nur Stoff hier, das jetzt gerade über mir. Und das hier ist halt wirklich aus Wolle gestrickt. Und bei solchen Wänden, die überprüfe ich eigentlich immer, weil man da oftmals rein kann. Hier auch wieder. Aber hier diesmal nicht. Okay. Und der nervt mich ganz schön, der Bombentypi da. Stirb mal. Zack. Oder war das jetzt dumm? Ach, warte mal, kann ich die... kann man diese Holzplattform da mit der Bomben zerstören? Weil wenn ja, dann könnte es sein, dass ich ganz nach unten gehen muss und dort dann das zerstören muss und dann nach unten kommen kann oder so. Aber nee, es wäre zu schwierig, oder? Aber warum waren hier Bombengegner? Ja, wahrscheinlich halt einfach nur, weil die Bomben halt von dem Wasser fortgetragen werden. Ich denke nicht, dass das jetzt einen tieferen Sinn hat. Ich hoffe zumindest nicht. Und jetzt kommt hier gleich noch ein Röhrenlabyrinth auch. Oh, ist das Level cool. Ist das Level cool. Gefällt mir so gut. Ist das da oben noch irgendwas? Nee, offenbar nicht. Okay. Das kann man ja auch ganz gut machen. Einfach ein bisschen random die Wollen nach oben werfen. Weil man kann sie ja wieder auffangen.
Und deswegen verliert man dadurch auch keine. Also das sollte man auf jeden Fall des Öfteren mal tun. So, rot oder orange? Ich nehme mal orange, weil es die zweite ist. Und deswegen vielleicht eher ein Secret. Ach so. Okay, jetzt kommt hier so ein komplettes Wirrwarr. Also die gelbe hat ganz nach oben geführt. Deswegen will ich mal nachgucken, was da ist. Aha, da ist auf jeden Fall Bonus. Und zwar so Anstecker. Ich schieße mal den einen jetzt ab und den anderen schieße ich ab, wenn er gleich rausgekommen ist. Damit ich den auch fürs Museum kriege. Achso, jetzt ist er ein normaler. Ah ja, okay. Ja, aber trotzdem, auf jeden Fall, den einen haben wir abgeschossen. Deswegen müssten wir den fürs Museum hoffentlich gewonnen haben. Okay. Ich will ganz gerne außenrum gehen, weil da unten noch Juwelen sind, die ich auf jeden Fall haben will. Ich will aber auch... Ja, ich will aber trotzdem auch in die grüne rein. Nee, ich glaube die rote und dann die lila, ne, was ich jetzt gerade mache, ist, glaube ich, der richtige Weg. Deswegen will ich das eigentlich eher nicht tun. Ich glaube, dass da oben bei der blauen noch ein unsichtbares Fragezeichen ist, weil ist die einfach nur wirklich eine Falle? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Warte mal. Will ich jetzt in die reingehen? Ich gehe mal in sie rein, ich kann dann einfach wieder den Weg zurückgehen. Ich hätte auch eine Wolle nach oben werfen können, das stimmt, ja. Aber nee, hier ist dann doch nichts. Ja, okay, dann gehen wir wieder rein. Ich muss gar nicht nach unten fallen. Mit dem tollen Flatterflug kann ich auch direkt wieder in die Röhre rein. Sehr schön. So, die grüne hier, die dunkelgrüne ist erstmal der richtige jetzt. Weil ich nämlich damit jetzt hier nach oben kann und dann zu der rosanen oder pinken oder wie auch immer gehen kann. Also den Unterschied zwischen rosa und pink habe ich bis heute noch nicht verstanden. Für mich ist das genau dasselbe. Also bei sowas, das ist rosa oder pink. Ich habe keine Ahnung, was jetzt genau. Da werde ich einfach immer irgendeins sagen oder beide gleichzeitig. Aber ihr wisst ja dann hoffentlich, was gemeint ist. Und wieder so ein Bombentyp. Wie kann ich denn die Röhren vielleicht kaputt machen sogar? Nee, kann ich nicht. Warum ist der Bombentyp da? Soll er mich wirklich nur nerven? Hm. Ich denke mal. Und in die Röhren kann ich jetzt, glaube ich, sogar auch rein, oder? Ja, kann ich. Um Gottes Willen. Jetzt kommt ja nochmal so ein komplettes Labyrinth. Wow. Boah, das Level ist so cool einfach nur. Ich liebe dieses Level. Und vor allem gleich der Bosskampf wird auch so episch. Das weiß ich jetzt schon. Ist das schön. So, da unten muss ich auf jeden Fall rein, um das abziehen zu können da. Und dann komme ich da hoffentlich weiter. Ja, ich zieh's mal ab. Ich will aber erstmal jetzt hier reingehen, weil ich nämlich da nochmal zu Juwelen komme. Die ich unbedingt habe. Ja gut, da würde ich auch so reinkommen. Das hat sich jetzt gar nicht mal so rentiert, aber ich wollte es trotzdem machen. Auf jeden Fall, sicher ist sicher und so, ne? Deswegen hat es schon gepasst, denke ich mal. So, und jetzt muss ich in die da rein. Und komme dem Boss immer näher. Ich hoffe, wir werden noch ein bisschen was finden, weil uns fehlt noch ein bisschen was, ne? Eine Wolle und zwei Stempel. Das könnte sein, das ist ein guter Schnitt. Also könnte es sein, dass wir die noch finden werden. Aha, 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 aha. Okay, das ist eine unsichtbare Röhre. Mit der komme ich, ach guck, ach Gott, ey. Mit der komme ich zur Wunderwolle, denke ich mal. Oder ist hier nur ein Bonusraum? Ne, da komme ich zur Wunderwolle, aber Stempel fehlen mir noch. Aha. Aha, okay, einer noch. Den werden wir hoffentlich noch finden, aber müssten wir eigentlich hinkriegen. Da links komme ich nicht rein. Aber erstmal die Wunderwolle. Ja gut, einer von den beiden ist es noch, weil der auch relativ schwierig ist, weil der Bombenguy da im Weg ist. Und Anja kann diese Plattform dann nicht zerstören. Okay, alles klar. Ne, doch nicht, scheiße. Aber hier? Hier ist noch was? Bitte, 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 komm schon. Ja? Dankeschön. Heieiei. Da habe ich jetzt echt nochmal Angst gehabt. Haben wir auch alle Herzen eigentlich? Ja, haben wir. Nice. Okay, dann können wir uns komplett um Audrey jetzt kümmern. So, und jetzt nicht mehr bitte getroffen werden. Das wäre jetzt äußerst bitter. Aber es sind hier wahrscheinlich eh nochmal Herzen, denke ich mal, so wie eigentlich immer. Ich will kurz noch wissen, wo die sind. Ja, wahrscheinlich da links unten in der Ecke, oder? Einfach. Nee, doch nicht. Dann rechts oben vielleicht? Nee. Ah, hier sind sie, okay. Ich aktiviere sie, oder? Ja, komm, ich aktiviere sie mal kurz, was soll's. So, okay. Hier sind Herzen. Gut, dann jetzt Bosskampf gegen Audrey. Darauf freue ich mich. Ah, das wird jetzt richtig cool werden. Das wird richtig, richtig cool werden. Ist der Anfang eigentlich genauso, weil da ist man bei ihm zum ersten Mal, also wo man in den Raum gekommen ist mit dem Boss, ist man erst noch so ein bisschen runtergerutscht auf dem Wasser und erst dann kam man zum eigentlichen Kampf. Und wir dürfen hier auch, oder? Wir dürfen noch hingehen, ja. Bei allen anderen Bossen durften wir nicht selber hinlaufen. Ist es wirklich so, dass sie das, haben sie das wirklich gemacht hier? Wartet mal. Ich will ganz... Wartet mal. Haben die das wirklich gemacht? Ja, warte mal, ich will eine kleine nehmen, damit ich... Ja, shit. Damit ich eher treffen kann. Warte kurz. So, jetzt kommt die kleine. Ja, wartet. Alter, haben die das echt gemacht? Ja, ein bisschen... Ja, shit. Warte kurz, ich will den treffen. Der müsste passen. Ach, bin ich behindert? Dann mach halt einfach so. Wenn mir jetzt die Wolle ausgeht, ne, und ich den nicht mehr treffen kann, ich will nicht weiter nach vorne gehen. Wow. Sie haben das wirklich gemacht?
Du liebe Güte, lass das gefälligst. Du hattest deinen Spaß, aber nun hast du eine Verabredung zum Essen. Ah, nee, ich hab's nicht gemacht. Oh, wie cool ist das denn? Oh, ist das schön. Ist das schön. Ist das cool. Und da ist Audrey. Und, oh Gott. Ach du, oh Gott, was ist denn mit dir los? Okay, ich muss ihm, glaube ich, was in die Fresse geben, oder? Seine Tentakel können... Was ist denn hier los? Seine Tentakel können offenbar auch... Okay, schon verstanden. Seine Tentakel können offenbar auch angreifen gleich noch. Sehr, hier zu fressen. Zack, wie König Dodongo. Und bam. Ist das witzig. Sehr schön. Was kommt da jetzt? Okay, ich muss da irgendwie jetzt versuchen auszuweichen. Also als kurze Erklärung. In Yoshi's Island war es eben auch schon so, dass es da auch eben Ort wie als Boss gab. Und da war es genauso, dass man erst zu ihm hinlaufen musste. Und wenn man ihn schon angegriffen hat mit einem Ei, bevor der Kampf überhaupt losging, bevor Kamek überhaupt kam und ihn groß gemacht hat, dann ist er sogar instant gestorben und man konnte den Bosskampf einfach überspringen. Das ist... Ach du Scheiße. Okay. Oh, was? Wie kann ich dich treffen? Achso, okay. Das ist offenbar hier nicht so, aber es gab trotzdem einen kurzen Satz, den Kamek dazu gesagt hat. Es ist eine Anspielung hier auf ein Easter Egg. Wie cool ist das denn? Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich hab's eigentlich in dem Moment vermutet... Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Ach du Scheiße. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, ich hab's eigentlich in dem Moment vermutet, wo man auch hinlaufen konnte, weil es bisher bei keinem anderen Boss der Fall war. Aber hier eben schon. Oh, ist das cool. Ist das cool? Übertreib doch nicht so. Okay, also seine Angriffsphase ist auch ziemlich episch, weil ich da relativ lange ihm ausweichen muss. Und der Boss ist auch richtig cool, weil die ganze Zeit im Hintergrund ist. Und Bomben kommen auch geflogen und seine Ranken noch. Oh, ist das schön. Ist das schön einfach nur. Okay, Hilfe, du machst mir Angst. Nein! Oh Gott! Oh Gott, wie schnell... Oh Gott, wie schnell ist das Ding denn? Hilfe! Hilfe! Ich hab Angst! Nein! Nein, nein! Friss! Oh Gott, war das jetzt knapp am Ende. Ich wäre fast getroffen worden. Oh mein Gott, ist es... Oh, wie cool. Es ist so cool. Das Level war cool, der Bosskampf war cool. Sie haben eine Anspielung auf ein Easter Egg gemacht. Ist das schön. Ich finde es aber auch sehr gut, dass sie es hier nicht so gemacht haben, dass man den Boss einfach komplett überspringen kann. Aber es ist halt trotzdem wirklich ganz, ganz klar, dass es gerade eben eindeutig eine Erinnerung sein sollte an das Easter Egg von damals gegen Audrey in Yoshi's Island. Oh, ist das cool. Ist das cool. Oh, so ein schönes Level, so ein schöner Bosskampf. Der Bosskampf war auch echt schwierig. Ich muss auch echt sagen, dass ich in den ersten paar Leveln, oder ja, Leveln ist das falsche Wort, Welten, also ja, nicht enttäuscht war von den Bosskämpfen, das nicht. Sie sind sehr kreativ, alle, aber am Anfang waren die wirklich mega einfach. Also da waren die geschenkt. Man konnte locker den Angriffen von denen allen ausweichen und neue Stempel. Aber hier, jetzt Audrey zum Beispiel... Ein Magnet offenbar, okay. Mit Audrey zum Beispiel oder auch schon mit Knotbär zum zweiten Mal ist es sehr, sehr schwierig, das zu schaffen, ohne getroffen zu werden. Und der Yoshi sieht auch wunderbar aus. Piranha Yoshi. Also je weiter wir kommen, desto schwieriger werden auch die Bosskämpfe. Was auch zu erwarten ist, klar. Aber sie werden sogar wirklich exponentiell stärker. Also sehr viel stärker als noch in Welt 1 halt. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und das Speziallevel sieht auch überhaupt nicht böse aus oder so. Und ach so, das Level war cool mit Kanalisation und Audrey und Easter Egg und... Ah! Episch, 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 episch. Und Welt 5 ist eine Eiswelt. Das gab's auch schon in Yoshi's Island und das sind bestimmt auch wieder einige Elemente davon. Oh nein, oh nein, oh bitte nicht Skifahren. Bitte nicht Skifahren. Da habe ich gerade eben noch davon gesprochen. Oder habe ich... War das in dem Part? Oder war es im letzten Part? In irgendeinem Part habe ich über Skifahren gesprochen. Bei irgendwas. Bei was waren das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Und Schneemänner gibt es da bestimmt auch wieder. Oder diese Skilifte da. Oh, das wird auch richtig cool werden, glaube ich. So, und was ist hier 4S? Audrey's Rache. Okay. Ist es ein Boss? Ist es ein Bosskampf? Ist 4S ein reiner... Nee, kann ja nicht sein. Wir müssen ja Sachen sammeln. Audrey's Rache. Werden wir verfolgt von Audrey? Boah, ist das cool. Oh, ich freue mich so auf den nächsten Part, Leute, wenn wir dann 4S spielen werden. Und bis zum nächsten Mal werde ich dann wahrscheinlich auch hier... oder werde ich das... Bis zum nächsten Mal werde ich sogar hundertprozentig das hier nachgeholt haben mit dem letzten Stempel und euch dann eben noch zeigen, wo der ist. Und dann kommt eben auch das Speziallevel beim nächsten Mal. Und wir fangen dann auch mit Welt 5 an, mit einer Eiswelt oder Schneewelt oder wie auch immer. Was ein cooler Part. Und auch der nächste wird wieder richtig genial werden. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gut, Leute, also das war's dann. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben, was ihr von Audrey hier gehalten habt, wenn ihr das auch aus Yoshi's Island kennt. Also ich finde es dermaßen genial einfach nur. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne auch noch meinen Kanal abonnieren und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es mit Sicherheit genauso episch weitergehen wird wie in diesem Part. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.